den Kopf am Motor hin. Wir Untoten sind eure Freunde. Streng riecht. Ja. Das heißt, nächster Schritt, nächster Spaß. Wir gucken uns mal an, Hallo. Was die Viecher zu sagen haben. Jemand helfen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und da vorne im Gang. Nun ja, ich habe viel von dem Schlafwandlertrank getrunken. Oh Gott, was sind denn das für komische kleine Affenviecher? Seid willkommen in meinem Reich, Fremder. Holla! Ein Helm, der sprechen kann? Aber natürlich, ich bin magisch. Mein Name ist Nate. Ich bin auf der Suche nach einem mächtigen Kriegerset. Ich schätze mal, du gehörst dazu? Erinnere mich nicht daran. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Ständig dieses Herumgereite, sinnlose Schlachten, Camping im Freien und natürlich die anderen beiden Idioten. So, das Schwert und das Schild. Was ist das alles hier? Und warum nennst du die Mine mein Reich? Hehe, ein glückliches Schicksal möchte man meinen. Diese völlig umnachteten Erdwichte haben mich gefunden. Sie stehen auf glitzernde Dinge und wollten mich ihrer Gottheit schenken. Dem hässlichen kleinen Kerl da? Vorsicht. Er ist streng und unglaublich mächtig. Zumindest erzähle ich das diesen Einfallspinseln. Ich bin nämlich das neue Sprachrohr des Gottes, verstehst du? Ich bin ihr Prophet. Weil nur ich hören kann, was die Gottheit sagt. Oder was sagst nicht. Du? Diese Erdwichtel sollen heute Abend wieder ein warmes Ölbad für mich vorbereiten? Natürlich! Wenn es euer Wille ist, eure Heiligkeit! Jetzt mal ohne Spaß, so funktioniert ja schon jahrelang einfach. Die ganzen Propheten, die alle meinen, die großen Hellseher zu sein, das sind einfach alles kleine Schwindler. Du machst dir hier also ein schönes Leben auf Kosten der Erdwichtel? Das ist ein verfickter Helm, was soll der machen? Stoßend. Neidisch, dass ich als Erster hier war? Aber hast du keine Angst, dass sie dahinter kommen? Erdwichtel sind sehr schlichte Gemüter. Sie kommen nie dahinter. Und keiner von ihnen würde sich trauen, die Autorität des Propheten in Frage zu stellen. Du meinst, da müsste dich schon die Gottheit persönlich feuern. Was ich eher für ausgeschlossen halte. Okay. Ich glaube, ich habe ein leichtes Gefühl, was wir machen müssen. Ja. So leid es mir tut, aber ich brauche dich und die anderen Z-Teile, um einen Gnomen zu befreien. Der war gut. Ganz im Ernst. Meinst du, ich habe eine Keule zu viel aufs Blech bekommen? Hier bin ich ein Gott, zumindest fast. Ich werde bedient und führe das Leben meiner Krone. Du glaubst doch nicht ernst, was ich Gott. Ich muss darauf bestehen, dauert auch nicht lange. Ein paar Stunden und ich bringe dich zurück. Finger weg! Wache! Dieser Mensch hat einen Frevel begangen. Er wollte die Gottheit begrapschen. Seine Heiligkeit ist sehr erzürnt. Natürlich. Werft ihn raus, er ist nicht mehr willkommen. Lasst ihn nicht mehr hierher zurückkehren. Sagt das allen. Usa! Aber Moment. Alter. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal versuche, die Mine zu betreten? Hey, hört ihr? Aua! Nicht nett! Aus! Aus! Ah, Wusa. Wusa Maschusa. Ihr verdammten Paar von euren blöden abgebrochenen Hundekuchen! Ja, auf jeden Fall. Ihre kleinen Hände, sie waren überall. Alter. Das war nicht so laut. Problem? Ich kann da jetzt nicht wieder reingehen. Frisch. Achso, das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, dann stehe ich davor, aber. Dachte ich, Leute, warum ist denn ein Buff schon weg? Habe ich irgendwas verpasst oder habe ich einfach zu viele Items? Das ist jetzt frech. Was natürlich auch noch ist, theoretisch, ich habe noch den Kopf von ihr. Vielleicht. Kann ich ja irgendwie ihm den Körper, den Kopf geben oder so. Schaut mal, was ich hier habe. Hallo? Oh! Ja? Ja? Noch ein Stück.
Da kommt zusammen, was zusammengehört. Alter. Das ist toll! Aber was war das für ein Totenschädel? Er hat sich um den Körper gekümmert, während du weg warst. Das war aber nett. Alter, sieht die creepy aus. Oh, hallo. Alter. Ich bin Gulliver. Esther. Boah, bitte nicht. Ja, wunderschön. Nee. Oh Gott. Nate, ich brauche meinen Körper ganz dringend. Ich will es nicht hören. Komm mal zum Laufen. Dann verrate ich dir nicht nur den Aufbewahrungsort des Schwertes, ich schenke dir auch noch eine Rüstung. Wie auch immer. Du hast mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Alter. Der ist... Oh. Warum haben sie den Kopf nicht einfach so gelassen, wie er war? Nein, hinten muss natürlich wieder Gehirnmasse raussprudeln einfach. Was in fucking Haft... Na, so habe ich es. Milch leuchten. Deine Rüstung leuchtet in allen Farben des Regenbogens, wenn du sie in Milch tunkst. Wo soll ich jetzt Milch herbekommen? What the fuck ist das für ein Buff? Safe Game ermöglicht es dir, falsche Entscheidungen rückgängig zu machen und Dinge noch einmal zu tun. Ja, das ist gar nicht so cool. Das klingt mal wirklich gut. Und kann sein, das klingt gar nicht mal so schlecht. Eine halbe Stunde läuft. Ja, gut. Wo ist denn der dritte hin? Habe ich irgendwas verpasst? Eine Lunge hat das gute Stück schon mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ein Herz auftreiben soll. Das ist ein Problem. So, was liegt da noch? Betrachte was? Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Ja, mitnehmen. Immer alles mitnehmen. Ohne Spaß, was der dritte Buffen? Den habe ich jetzt irgendwie in dieser Höhle da verloren. Eine Lunge. Okay. Tja, jetzt stellt sich einfach das mal die Frage. Was tun? Was tun, sprach der Blinde. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir hier in diesem Screen mehr oder weniger schon fertig sind. Wir können ja mal wieder unseren Tauchen hier fragen. Ich höre dich. Vielleicht weiß der ja irgendwas. Der Schlafwandels hat hervorragend funktioniert. Ja gut. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Das befürchte ich auch. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Oh, Pilze? Shit. Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Natürlich. Das möchte ich helfen. Kannst du nicht welche besorgen? Ich hab Pilze. Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Aber was Geiles? Mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Ja, hallo. Das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Oh. Dann brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht, aber schon. Na, wenn das. Ich habe doch Pilze, hallo? Da. Warum sollte ich ihm die Pilze geben? Der fragt doch nach Pilzen. Ich. Und was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Natürlich. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Ach so. Bis dann. Möge. Lila Pilze, sagst du? Sollte ich. Sag uns, bist du irgendwie. Lol, schon wieder ein Buff weg. Sie halten nicht allzu lange die Buffs, oder? Ich hätte nur. Leider Gottes habe ich den einen Buff nicht mehr gesehen.
Haben die überhaupt irgendwas gemacht, diese Buffs? Behindert. Warum sollte ich einen Pilz anmalen? Obwohl er mir gerade gesagt hat, dass ich Pilze, dass er einen bestimmten Pilz braucht. Ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht hey, wissen die Leute. Die Leute ja, wo die Pilze sind. Lebende. Ja. Hey, Gulliver. Ah. Okay. Kann in dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Was macht sie da? Sein oder nicht sein? Nein. Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das runzlige Ding da ist tot. Sprich nichts über das Herz meiner Liebsten. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Gut gemacht. Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Ich wollte auch noch nach Geisterpilzen fragen. Nein, nicht weglaufen, hallo? Pizza. Was soll denn das? Hey, Chef. Weiß er vielleicht was über Geisterpilze? Ah. Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Tja, die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Okay. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Ich glaube nicht. Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein... Aber der Tag... Ja, ist ja gut. Ich dachte, der wird uns einen anderen Platz nennen. Weit. Mach's gut. Ja, wunderbar. So haben wir jetzt die Erkenntnis, dass ich die bitte... Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Kann ich dir jetzt irgendwie... In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Ha. Aber der modrige Geruch... Hey, Chef. Ich muss ja, weiter. Ah, Schwachsinn. Kann ich ihn irgendwie so ein bisschen an dem Körper hier reiben, oder? Oder? Sieht ein bisschen toxisch aus, ne, der Pilz? Muss man fairerweise einfach mal so sagen. Wahrscheinlich das Grab hinüber. Ne, auch nicht. Von außen ist nichts im... Okay, dann halt nicht. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Hier stehen die zwei jetzt. Ja. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ja, ne? Was genau soll hier jetzt eurer Meinung nach geschehen? In die Antenne wird ein Blitz einschlagen und der Stromschlag sorgt dafür, dass mein Körper lebendig wird. Mein Schnucki ist ein Genie. Wie könnt ihr das anzweifeln? Genie. Und ich mache ein Gewitter aus. Wir können warten. Aber Wilbur nicht. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo das Schwert versteckt ist? Bitte. Tut mir leid. Der Blitzschlag war eindeutig Teil unserer Abmachung. Natürlich. Lass es blitzen, dann helfe ich dir weiter. Ach, krass. Na klar, nichts leichter als das. Na gut, ich schätze mal, da wird uns der Schamane wieder helfen. Weißt du etwas über Geisterpilze? Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Dieser Taurer kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Und weißt du, wo man sie finden kann? Ach so, da musst kauft du schon sie den dem Chef ab. Fragen. Ach so, okay. Und du und Esther? Oh, wir lieben uns. Na, ja, Überraschung. Wir wollen eine Familie gründen. Nee. Das nee. Ist groß. Wie auch immer. Skelett und. Na. Soll Nate heißen. Juhu. Ach Gott. Ja, also Nate freut sich auch, habe ich das Gefühl. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Einfach mal ein bisschen... Oh mein Gott. Riech jetzt mal. Alter, nein. Weg von der Nase damit. Wird reichen, danke. Ich wollte gerade sagen. Schön. Tu es nicht, ey. Ich muss weiter. Lass dich nicht. Wir haben so einen Pilz jetzt natürlich gefunden. Ja. Richtig geiler Shit. Der wird halt wahrscheinlich
voll abgehen da drauf.